Hallo, hier ist Antje Hebel und jetzt im Video geht es mir mal um das Thema Aufreiten des Hundes. Du kennst das sicher von anderen Hunden oder vielleicht sogar von deinem eigenen Hund, wenn der einen anderen Hund begegnet und dann aufreitet. Die reiten auf gleichgeschlechtlichen Hunden, die reiten auf das andere Geschlecht. Manche Hunde reiten auf Kissen oder Decken, die nutzen so ziemlich alles, was sie gerade kriegen können, oder natürlich auch die Beine ihrer Besitzer. Oft wird das Aufreiten ja als Dominanz deklariert oder als aggressives Verhalten oder als Sexverhalten. Aber ich kann dir versichern, es ist keines davon. Bleib dran und du erfährst, worum es wirklich geht, wenn dein Hund aufreitet. Ja, es gibt ja ganz viele Meinungen zu diesem Aufreiten, wenn die Hunde aufreiten oder, wie nennt man das noch, höckern oder irgend sowas. Aber es ist wirklich kein Sexualverhalten, denn du siehst das bestimmt oft, dass die Hunde auch aufreiten auf die Hunde vom gleichen Geschlecht. Also das kann schon mit dem Sex schon mal nicht stimmen. Und dann reiten die ja auch auf der falschen Seite, also nicht hinten, sondern vorne auf den Kopf. Das hat auch recht wenig mit Sex zu tun bei Hunden. Und eine andere Meinung ist ja diese Dominanzmeinung, wo die Menschen dann interpretieren, das ist Dominanz des Hundes, der aufreitet, will den anderen Hund dominieren. Es hat auch damit überhaupt nichts zu tun, weil kaum ein Hund will sein Kissen oder seine Decke dominieren, weil damit hat er überhaupt nichts am Hut. Um dominieren zu können, müsste er menschlich denken, er müsste logisch denken, er müsste vergleichen können und er müsste bewerten können. Also diese ganze Dominanzgeschichte ist sowieso, ich würde mal sagen, in allen Bereichen falsch. Was der Hund aber wirklich bewirken will mit diesem Aufreiten, der will den anderen spüren. Der will den anderen Hund aktivieren. Das heißt, die Hunde treffen sich ja, die begegnen sich und dann tauschen die erstmal Signale. Die beschnuppern sich hinten und vorne. Und dann eventuell gehen die auch ein paar Schritte oder streiten sich um einen Ast, der da in der Gegend rumliegt. Oder was auch immer. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ein Hund sein Gegenüber, diesen anderen Hund, besser kennenlernen will. Der will mehr über den erfahren, der will den aktivieren, der will aus dem rauskriegen, ja, wer bist du wirklich? Wie bist du drauf? Wie muss ich dich ganz tief drinnen einschätzen? Und um das von dem zu kriegen, diese Antworten zu kriegen, muss der den aktivieren. Und das tut der entweder, indem er seine Pfote drauflegt oder auch indem er gleich sich selber draufstürzt und aufreitet und diesen ganz intensiven und engen Körperkontakt sucht. Das hat wirklich nichts mit Sex zu tun. Das ist eine Sprache der Hunde, es ist eine Kommunikation der Hunde, es ist gut gemeint, es ist freundschaftlich gemeint, das hat überhaupt nichts mit Dominanz zu tun. Es ist einfach so ein, wenn die Spielaufforderung, zum Beispiel wenn die so vorne nach unten gehen und diese ganzen Spielgesten, wenn das nicht greift oder wenn das einem Hund nicht genug ist, dann macht er oftmals dieses Aufreiten. Und wenn Hunde aufreiten an den Beinen der Besitzer, dann stimmt was nicht mit der Kommunikation, dann ist dem Hund irgendetwas unklar. Der kommt nicht wirklich an die tiefen inneren Emotionen seines Besitzers ran. Das klingt verrückt, aber es ist so. Und bei den Kissen, wenn die Kissen aufreiten, dann ist es in der Regel einfach auch so, ey, wer bist denn du? Ich kann dich gar nicht einschätzen. Jetzt sag doch mal was. Ja, dann rammeln die halt dieses Kissen. Wollen aber eigentlich mit diesem Kissen, so blöde wie das klingt, kommunizieren und wollen mehr zu dem Kissen wissen. Das ist wahrscheinlich auch eine Form von Langeweile. Der Hund will ja kommunizieren, der will sich mitteilen, der will ein Feedback. Und wenn er das im täglichen Leben nicht bekommt, nicht von anderen Hunden, weil er vielleicht nicht an andere Hunde rangelassen wird, nicht vom Besitzer, weil die einfach nicht die gleiche Sprache sprechen, dann versucht er das mit Gegenständen. Ist doch irgendwo normal.
Also dieses Aufreiten beim Hund ist absolut harmlos. Es ist eine Form der Kommunikation. Es ist aber auch ein Zeichen, dass dem Hund irgendwas fehlt. Das heißt, entweder Infos zum anderen Hund oder Infos und eine tiefere und bessere Kommunikation mit seinen Menschen. Ich hoffe, das war etwas aufklärend und vielleicht erleuchtend für dich. Mit Sex und Dominieren hat dieses Aufreiten absolut nichts zu tun. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.